Oh, es ist die Tür. Okay. Gut. Never mind. Dann speichere ich nochmal. Also ich kann nur einmal speichern. Okay. Das hier wird ja dicht sein, beziehungsweise ist ein Fahrstuhl, oder? Fahrstuhl ohne Bedienung. The door lock is temporarily broken. Hold E on one letter, then move to another letter and let go of E. This is a temporary fix. We will fix this in the future. Daybreak Dev Team. Ach, das ist ja süß. Eine direkte Message vom Entwicklerteam zu kriegen in der Alpha. Ist doch super. Warte. Ah, I see. Hat funktioniert. Danke, Entwicklerteam. Ach, wir haben ja auch eine Taschenlampe. Das erste Mal Sonnenlicht. Was machen wir da jetzt? Links reingehen wir. Some of us that were infected decided to opt out, if you catch my drift. Take it from me, if you were as close to the affected as I've been, you'd think they were the lucky ones. Die Leute, die sich quasi angesteckt haben, die das Sonnenlicht berührt haben, die sind direkt aus dem Fenster gesprungen. Habe ich das richtig gehört? Wir brauchen noch einen Schutzanzug oder so, wenn wir runter wollen, raus wollen. Ich jetzt nicht reingehe. Geht die Musik dann weiter? Okay, man darf also auch da jetzt nicht lang gehen zum Beispiel. Ich finde das Prinzip an sich ganz gut. Aber man merkt, dass es noch ja, eine Alpha ist. Man merkt, dass es noch in den Kinderschuhen steckt. Ja, hier ist aber auch nichts. Nichts Spannendes. Don't let them in. Was ist das? Eine Schwebebahn oder so? Also es sieht eigentlich aus wie eine Straßenbahn, aber... Keine Rollen, Füße, ist alles falsch. Ihr wisst, was ich meine. Nichts für Schienen. Don't let them in. Lustig, wenn hier alles durchbrochen ist, du. Ja, komm hier rein. Frage. Ah, okay, es ist ein Scheinwerfer. Gut. Oh, ihr Wichser. Ich dachte tatsächlich, das wäre Sonnenlicht. Aber vermutlich, um die Leute abzuhalten, hier rauszugehen. Alles sehr leer noch, ne? Okay. Sand. Eine Sandspur da rein. Ich gehe aber erstmal hier lang.
vielleicht lohnt sich das doch da reinzugehen. Da ist dicht. Ist dicht. Okay. Na gut. Da wollen wir nicht hin. Ob uns der Doktor wohl über die Kameras beobachten kann? Die Kameras sind ja schon... Da war eben eine! Ich hab's genau gesehen! Es ist keine Kamera, es sind einfach nur... Es sind Grafikfehler. Okay. Ich dachte wirklich, dass da eine Kamera hängt. So, der hat zwar runter gesagt, aber wir gehen erstmal nochmal hoch. Oben ist nichts. Okay, gehen wir runter. Wie hieß das SCP noch mit dem unendlichen Treppenflur? Gibt's auch ein Spiel zu. Da geht man die ganze Zeit nur so ein, genau so einem Treppenflur runter. Das ist ja nicht so spannend hier. Ah, okay. Da wollen wir nicht lang. Oh, anderer Boden. Es sieht wirklich gammelig aus. Was ist denn hier? Also, das kann doch nicht... There's a way out for the check-in lobby just ahead of you. I can help you get GitHub if you want to make a break for it. I can try and override the admin codes for some of the electronic doors, but if any have an old school lock, you might have to do some searching for a key. Okay. Es kann doch nicht sein, dass er nur einmal kurz eingeschlafen ist und das jetzt hier so gammelig aussieht. Das muss ja schon vorher verfallen sein. Verfallen. Aber da ist doch... Oh, ja. Das ist nicht gut. Aber warte mal, man kann ja hier rein. Ich wollte gerade sagen, was sind das für Tentakel-Dinger? Das sind einfach nur Bäume. Also solange ich nicht da vorne durch die Flecken gehe, müsste es eigentlich okay sein. Hier ist ein Wartebereich gewesen. Vielleicht? Das Geblinke macht mich wahnsinnig. Ah, ich brauche ja gar keine Taschenlampe. Wobei, vielleicht brauche ich hier drin eine. Langer Flur. Und auf einmal liegt da ein Stück Papier. Es ist ungefähr vor 40 Minuten passiert. Sie nennen es Daybreak. Wir wissen nicht, wie weit sich dieser Effekt ausbreitet oder wie viel dieser Welt davon berührt wurde. Alles, was wir wissen, ist dies. Da sind schreckliche Abominations? Wesen? Keine Ahnung. Die auf dieser Erde wandeln und wenn du das Sonnenlicht berührst, wirst du einer von ihnen. Okay. Ich will keinem davon begegnen. Das sag ich jetzt schon mal. Ich habe keine Waffe.